Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Call of Duty Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Heute das Thema, so sollte Modern Warfare 4 nicht werden. Doch kurz bevor es losgeht, wollte ich euch nochmal ganz kurz die Aktion näher bringen, die ich vor 2 Tagen angekündigt habe. Und zwar machen wir, wie gesagt, aus der Marke Tryhard Plus etwas anderes und deswegen verkaufen wir gerade unsere Gaming Booster ab. Ist ein wirklich, wirklich guter Booster. Kein Scheiß, ich würde euch das niemals verkaufen, wenn ich da nicht hinterstehen würde, Freunde. Aber wir wollen einfach was anderes machen. Deswegen gibt es eine unglaubliche 2-für-1 Aktion und dazu noch immer ein gratis Shaker. Also ihr bestellt eine Dose. Ich habe es letztes Mal gezeigt, wie das geht. Einfach in den Shop gehen und in den Warenkorb. Der Rest erledigt sich von selbst. Ihr tut eine Dose in den Warenkorb, tut noch eine Dose in den Warenkorb. Dann zahlt ihr aber nur eine Dose und bekommt noch einen Shaker dazu. Genau, Freunde, macht das auf jeden Fall, wenn ihr Bock auf einen Game Booster habt. Testet ihn ruhig aus, schreibt mir mal Feedback. Das Feedback in letzter Zeit war wirklich enorm gut. Also wir haben wirklich auch eine teilweise sehr, sehr treue Käuferschaft. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, auch für die Leute, ihr könnt euch nochmal auf Vorrat richtig zudecken. Und ich würde sagen, jetzt fängt das Video an. Let's go. Tja, ihr seht schon, Leute, wir sind in Infinite Warfare. Warum das Ganze? Naja, Infinite Warfare ist das letzte Spiel von Infinity Ward. Und Infinity Ward bringt das nächste COD raus. Und dementsprechend könnte es sein, dass Scoopsy gerade denkt, dass ich behindert bin. Aber wir machen Infinite Warfare und ich zeige euch, wie ich mir Modern Warfare 4 nicht wünsche. Weil ich glaube, dass Infinite Warfare nicht unbedingt das schlechteste Spiel ist. Aber ich glaube, dass es COD damals zum allerfalschesten Zeitpunkt rausgebracht hat. Und zwar, das war das 3. Jahr Jetpack. Und für mich, von den Jetpacks, das schwächste Spiel. Aber ich habe euch versprochen, dass wir mal diesen Orbi erreichen. Aber ich glaube, den habe ich immer noch nicht frei, oder? Ich glaube, den kriegt man erst später. So, Punkteserien, wie geht denn das jetzt? Man kann die Drohne irgendwie varianten. Ach du Scheiße, welches davon brauche ich denn? Digga, wie stellt man das denn her? Hä? Ich komme gerade gar nicht klar, Mann. Leute, ich habe keine Ahnung, wo das geht. Wirklich, keine Ahnung. Warte mal, was steht da? Ah, hier, okay. Alles klar, Digga. Dafür muss ich erstmal die verbesserte Drohne freischalten. Okay, dann wird das heute wohl nicht klappen, Freunde. Denn ihr seht, ich bin auf Level 49. Ich bin nie weitergekommen ins Level 49. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist das einzige COD, wo ich nicht mal das Maximallevel erreicht habe. Das ist schon ziemlich traurig. Gut, und das und in WW2. Das Problem in WW2 war nämlich damals, dass ich zurückgesetzt wurde und meine gesamte Motivation einfach mal komplett verloren. Aber egal, wir gucken trotzdem mal rein, wie das Spiel jetzt läuft. Let's go. Digga, ich hatte jetzt kommen so voll die Noob-Lobbys. Was ist das denn? Und diese Genesis-Map ist so die schnellste Map der Welt, glaube ich, ne? Ich frage mich auch, wer spielt das Spiel denn noch heutzutage? Wer sitzt da und zockt Infinite Warfare? Aber es gibt mindestens diese 10 Menschen spielen's. Oh, der Loadscreen ist wenigstens schnell. Okay, Leute, komm, gucken wir uns das mal an. Die Map gab es auch genauso schon so in Ghost, sah nur ein bisschen anders aus. Und das Witzige ist, Ghost ist ja auch nicht so gut bei der Community angekommen. Ja gut, hab ich gesagt. Ich würde sagen, Infinity Ward, und ich will immer Infinite Warfare sagen, obwohl es Infinity Ward heißt, haben einiges wieder gut zu machen, Freunde. Die müssen wirklich einiges wieder gut machen. Scoops möchte hier aus dem Fenster springen gerade. Oh Gott, die sind ja schon hier. Ich wollte mich gerade healen, alles klar. Okay, den haben wir schon mal. Nice. Okay, wir müssen uns erstmal überhaupt wieder an dieses Fliegen. Alter, ich bin da sowas von Bruder muss groß, Alter. Okay, da ist einer. In dieses Fliegen bin ich ja gar nicht drin. Ich habe auch direkt Deutsch verlernt. In dieses Fliegen bin ich gar nicht drin. Okay, die sind safe hier gespawnt. Alter, ich bin sowas von maximal lost gerade. Okay, haben wir gleich die Drohne. Digga, was ist das? Was ist das? So ein Specialist ist das, oder? Oh mein Gott. Was, Digga? Das Bild ist schwarz? Bitte mach das nicht. Das ist der Punkt 1. Bitte. Oh mein Gott. Bitte mach das nicht in MW4. Okay, Drohne habe ich. Die sind hier vorne irgendwie, die Gegner. Freekill, danke dafür. Die sind jetzt safe auch noch. Oh Gott, die sind 3 Stück auf dieser Treppe, Digga. Komm, lass euch mal abstauben, Jungs. Ich bin der beste Spieler der Welt. Ich hatte noch nie so viel Spaß, Freunde. Oh, ich muss eine Waffe aufheben. Okay, die NV4 ist auch eine overpowerte Waffe. Aber als ob wir jetzt irgendwelche Noobs finden. Wir würden eh nur noch Leute finden, die besten Streaks spielen. Ah, der erste Tod. Aber ich würde sagen, mit 8-1 mal Easy XP reingestartet, Freunde. Ja, ihr seht schon irgendwie die Mechanik in dem Spiel. Also die Hitmarker, wie man die kriegt, das hat mir immer übelst gut gefallen. Und ich habe auch so ein kleiner Nerd-Fact, ich habe in IW am allerliebsten COD, also Competitive Matches geschaut. Ich weiß nicht, warum genau in diesem Spiel. Oh mein Gott, Digga, das ist... Hallo? Das ist die schlimmste Granate, die ich jemals gesehen habe. Okay, was habe ich jetzt angemacht? Hey, was habe ich jetzt gemacht? Achso, ich sehe die Gegner durch die Wand, verstehe. Oh Gott. Okay. Jawohl, let's go. Ich bin der beste Spieler der Welt im Spiel. Einfach, ich war nie weg, Freunde, ich war nie weg. Ich Spaß, mein Aim ist halt komplett wack, aber... Ich dachte gerade, das ist ein Gegner, lol. Oh nein. Digga, diese Granate ist die schlimmste Erfindung seit der Erfindung des schnittigen Schnitzbrots, Freunde. Das gibt's doch nicht. Alter, diese Granate... Jetzt kommt er hier mit... Hat er mich gequickt? Nee, Shotgun, oder? Hä?
Unten wurde ein Sniper angezeigt, aber wahrscheinlich wird es eine Zweitwaffe gewesen sein dann, ne? Okay, der Anfang lief gut, jetzt gerade ein bisschen Krise. Hier muss wahrscheinlich mehr rumfliegen, mehr scuffen. Ganz entspannte Basis, Freunde. Ui. Ehrenmann. Ohne mich auf der Minimap zeigen zu müssen, mal in den Rücken geboxt, mal eben. Nein. Nein, nein, nein. Mein Aim ist so weg, Digga. Oh nein, mein Aim. Uiuiui. Als ob ich die alle kriege mit dem Aim. Digga, das wäre auch frech gewesen, hätte ich den jetzt bekommen. Digga, die haben alle so Waffen in verschiedenen Farben. Ich denke mir so, lol. Come on. Jetzt sind eh hier drin mit der Shotgun. Wo ist er? Oh, das war der Specialist, oder? Oh, lass es nicht snipen. Nicht snipen. Der ist so schlecht, das gefällt mir, Digga. Es gibt wirklich nichts Besseres als schlechte Sniper im Gegnerteam. Ist hier noch einer drin? Hast du den geholt? Den hat er wohl geholt. Also, das ist hier wirklich... Ich hätte mal Bock auf diese Orbitaldrohne, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt kann ich die Gegner wieder durch die Wand sehen. So, Drohne und durch die Wand. Voll geil, so ein Sichtpuls hier auch. Aktualisiert es nochmal? Aktualisiert es nur einmal? Ui, Digga, Reaction Time ist immer noch gut. Oh, jetzt werde ich hier so safe abgeaimt. Ja, war klar. Von zwei Leuten. Zwei Leute aimen mich ab. Schau mal, Scoops legt sich immer direkt neben. Das ist so lustig. Scoops legt sich wirklich direkt. Oh Gott. Neben meine Rollen vom Schreibtischstuhl. Das heißt, sobald ich einen Zentimeter nach vorne rolle, tut es ihm so weh, aber es ist noch nie passiert. Ich glaube, es muss einmal passieren, damit es nie wieder passiert. Versteht ihr, was ich meine? Er muss einmal lernen. Oh Gott, was fliegt da über die Map? Bitte macht das MW4 bisschen langsamer. Das Spiel hier ist so geisteskrank. Vor allem auf dieser Map ist es gerade so anstrengend. Man kann nicht mal zwei Meter laufen und mal kurz chillen. Man muss hier die ganze Zeit irgendwie rumstruggeln, Alter. Wusstet ihr, dass Camo in IW einfach Pro-Gamer war, beziehungsweise auf LANs gefahren ist? Wie konntest du nur, Liam? In dem Spiel, Digga. Da kannst du dich doch direkt, keine Ahnung, Digga. Das Spiel war zwar nice zum Anschauen, aber ich weiß nicht. Okay, gut, es müssen auch welche spielen, das kann man sich anschauen. Das ist natürlich ein Argument, Freunde, das habe ich nicht bedacht. Okay, jetzt habe ich mal zwei Ehren genommen. Ich bin komplett geflasht, aber ich glaube, man kann auch laufen. Das ist zum Beispiel ein Vorteil. In BO4 war man ja direkt komplett lost, wenn man geflasht war. Konnte nicht mal mehr laufen. Richtig nice Erfindung auch. Ich bin hinter zwei, drei Gegnern. Oh, das kann er noch. Das Abstauben, das kann er noch. Und noch ein. Und nein, dieser mit der Shotgun. Was macht die für ein mieses Geräusch, Alter? Schreibt mal in die Kommentare. Diese Granate macht mich traurig. So könnte ich das Video auch nennen. Diese Granate macht mich traurig. Roter Pfeil auf die Granate. Läuft. Das Thumbnail ist schon mal im Kopf fertig. Ich komme in G-Klasse gepanzert. So. Komm rein, Digga. Komm her. Ich begrüße dich. Digga, hier sind so laute Geräusche, Mann, was ist hier los? Digga, die sind doch safe hier, ich gehe hier nicht raus. Oh Gott, wir sind so getrappt gerade. Ach du heiliger Bimbam. Ah, gewonnen. Ja, ich würde sagen, erste Runde mal direkt hier meiste Kills. Das finde ich so... Leute, ich bin ja... Das ist so lustig. Ich bin irgendwie in meinem Leben in zwei Sachen nur einigermaßen talentiert. In Call of Duty und in Dart. Weil hier kann ich einfach anfangen wieder zu spielen nach so viel Zeit und bin trotzdem der Erste in der Lobby. Ich check das aber nicht. Ich habe komplett schlecht gespielt. Sonst, Leute, wenn ich bei irgendwas dabei bin zum ersten Mal, wie zum Beispiel irgendwas mit Klettern oder so, ich bin in allem der Schlechteste normalerweise am Anfang. Aber hier geht's irgendwie. Oh, warte, die Map mochte ich, glaube ich. Ich glaube, die fand ich ganz nice, Freunde. Oh, jetzt guckt euch die Teamaufteilung an. Es ist so frech, Freunde. Oh Gott, hier ist schon irgendwo einer. Ich weiß gar nicht mehr, wie man hier... Oh Gott, ich bin so tot. Ich bin so tot. Wenn ich den hole, bist du so schlecht, Digga. Ah, der andere war noch da. Egal, Freunde, machen wir uns jetzt mal gar keine Sorgen, als ob die Gegner hier überhaupt gut sind. Niemals sind die Gegner hier gut. Unter keinen Umständen. Ich muss nur COD-Spiel auch mal wieder machen. Oh mein Gott, übertreibt er, Digga. Der macht YouTube. Oi, vier Kugeln hat er getroffen. Ohne Scheiß, das ist ja auch immer das Ding. Was darf man nie vergessen? In einer geilen Lobby macht jedes COD Spaß. Aber in einer Scheiß-Lobby, da unterscheidet sich, ob man ein Spiel am Ende gut findet oder nicht. Und das hier gerade merke ich sofort, dass das Sterben hier so frustrierend ist. Einfach krank, Alter. Wirklich krank. Boah, hat der einen Headshot kassiert. Wo sind die? Das Ding ist, wenn ich mich, glaube ich, reinfuchse, würde es, glaube ich, ziemlich gut laufen, da ist einer, oder? Hä, bin ich dumm? Wie er abgehauen ist. Das ist auch... Ach du Scheiße, mein Aim ist komplett gone. Das ist ein Feature, das finde ich von allen CODs am besten, Leute. Ihr fragt euch jetzt was? Du siehst vorher, jetzt würde ich in die Lobby nachjoinen und ich kann noch rausgehen. Das haben die in allen anderen Spielen nicht drin. Ich kann hier noch komplett spät sehen. Aha, jetzt, guck mal, ich zeige euch das mal. Entweder
man fängt jetzt eine Lobby von vorne an, was man sich ja wünscht. So zum Beispiel hier join ich jetzt nach. Da steht, Spiel wird gestartet, Level wird geladen. Ich kann ganz entspannt rausgehen und das ist eine Sache, da würde ich mich wirklich extrem freuen. Wirklich extrem freuen, wenn die in anderen CODs oder in MW4 drin wäre. Und vor allem, dass sie auch so versteckt wäre wie hier, weil da muss man drauf achten, um das zu checken. So, dass die Noobs weiterhin bei einem reinkommen. So, die Lobby jetzt, ja, ich nehme die jetzt einfach, ich join da jetzt mal nach. Dass die Noobs quasi das nicht unbedingt sofort sehen. Es ist so eine 7 gegen 4 Lobby, es gibt nichts Schlimmeres. Und seht ihr Leute, ich habe jetzt mich entschieden, ich join hier nach und ich bin hier nachgejoint. Und ich weiß aber halt auch, wie diese Funktion funktioniert. Und das ist eben der Punkt, das weiß vielleicht ein Noob nicht, weil man will natürlich trotzdem noch die Noob-Lobbys haben. Ich denke, wir spielen COD ja nicht, um irgendwie gegen Gute zu spielen. Aber ich würde sagen, wir suchen uns nochmal eine vernünftige Lobby von Anfang an und dann zocken wir nochmal richtig schön rein. Endlich zocke! Endlich zocke, Scoops! Zocken wir, du kleine Maus? Er ist so süß. Ohne Scheiß, wenn ich Terminal joine, denke ich immer an dieses COD-Freundschaftsspiel, wo wir die eine Map geholt haben. Das war auf diesem LAN-Turnier gegen Kaestrick und Anton, wo Trimax einfach bei mir mitgespielt hat. Und da kannte ich den noch gar nicht. Schon lustig. Das ist auch schon fast 3 Jahre her. Heftig, ey. Und auch heftig, wie ich in seine Schüsse gelaufen bin, wie der letzte Noob. Guck mal, Terminal. Einfach, das ist geil. Ich finde, die Map haben die auch schön gemacht. Oh, nein, 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 nein. Oh Gott, ich bin so tot. Oh Gott, ich hab den so abgestaubt. Diesen. Oh ja, Digga, let's go. Oh, so ein Struggle, aber gut, Teammate hat den. Nice. Das hier haben die wirklich schön gemacht, finde ich. Die Map sieht auch, das ist auch das schönste Terminal, was ich je gesehen habe. Ohne Scheiß. Ich finde das richtig geil mit dieser Raumstation und hier, dass das Weltall und so ist. Übrigens dachte ich früher immer, Weltall heißt Weltei. Also ich habe Weltei gesagt. Als Kind natürlich. Jetzt nicht vor 2 Monaten noch oder so, aber trotzdem. Oh, hier kann man leider nicht mehr so geil reingeiern. Oh mein Gott. Ich denke immer, die heilen sich. Ich denke immer, ich vergesse es mich zu heilen und die heilen sich. Nein. Wow. Boah, das Spiel, man muss es sich so wieder beibringen. Das ist echt krass. Easy. Manchmal habe ich Aim und manchmal habe ich überhaupt kein Aim. Mann, ich vergesse immer, dass die hier von allen Seiten kommen können. Nice. Nice. Ui, nice Szene. Let's go. Ja, jetzt wurde ich von allen Seiten zerschmetzelt. COD ist einfach immer so ein Spiel. Wenn es deine Freunde spielen, dann spielst du es auch. Da hat Jam schon recht. Jam hat zwar noch nie recht gehabt. Spaß. Nein, Spaß. Aber da muss ich ihm echt recht geben. Dagegen kann die nichts machen. Das Ding ist so lächerlich unfair. Oh nein, Digga. Er läuft ganz normal rum. Er hat nicht mal eine Schutzkleidung an hier auf dem Mond. Okay, nice. Boah, wir müssen erstmal ein bisschen. Digga, man kann das Spiel halt kaum chillig spielen. Man muss hier sich so anstrengen. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum es viele COD-alte Hasen nicht so mochten, weil es so anstrengend ist. Und ich wünsche mir fürs nächste COD so einen anonymen Modus wie in Fortnite. Das ist wirklich eine der geilsten Sachen, die es gibt. Die Leute nicht wissen, wer du bist und du weißt nicht, wer die sind. Wünsche ich mir so krass. Da würde ich auch in jeder Lobby drin bleiben. Endlich mal gutes Aim gehabt jetzt. Ich muss mich hier so reinfuchsen. Da ist einer. Hier in der Ecke sitzt einer. In der Ecke, den hole ich mir jetzt. Mein Gott, du Ehrenmann. Schön. Dröhnchen. Ich spiele Drohne Only, falls ihr es mitbekommen habt, weil ich es ja immer so mache. Da kann ich einfach das Spiel besser mir vor. Also da kann ich das Spiel so besser als Spiel sehen. Schon mal kann ja Wallriden, habe ich komplett vergessen. Habe ich ja, glaube ich, noch nicht ein einziges Mal gemacht die ganze Zeit. Als ob du dich zu mir drehst. Ich brauche eine Waffe. Danke. What the hell, was war das für eine komische Waffe? Was hat die für Wasserpistolen geschossen? Wahrscheinlich eine Waffe, die Wasserpistolen schießt, alles klar. Ich meinte Seifenblasen. Ich stelle euch mal eine Waffe vor, aus der vorne Wasserpistolen rauskommen. Wie komisch das wäre. Lass es sein. Lass es doch einfach mal sein, Digga. Komm ich hier aus dem Rauch. Phönix aus der Asche. Ja, komm her, Digga. Ja, der hat auch eine Kugel mitbekommen. Langsam bin ich drin, Freunde. Ihr merkt es. Specialist wird rausgeholt. Komm. Oh, war das eine schöne Szene, Freunde. Oh, was eine nice Szene. Nein, 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 nein. Er ist so lost. Er ist so maximal lost. Schön, 31 zu 10. Guck, ich sag ja, eine Runde, die gut läuft, die macht auch immer Spaß in jedem COD. Scheißegal. Guck mal, wie lost. Wie lost. Gut, Freunde, ich würde sagen, es hat eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht heute. Lasst ein Like da für mehr COD-Videos, für mehr verschiedene CODs oder schreibt in die Kommentare, welches COD ihr euch als nächstes wünscht. Ich werde auch auf jeden Fall einiges zum Thema Modern Warfare 4 erzählen hier auf dem Kanal. Und dann würde ich sagen, Freunde, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.